Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Remaster Yourself Projekt. Vor euch seht ihr das Menü der PlayStation 3 und ich habe Infamous Festival of Blood ausgewählt. Warum ausgerechnet dieses Spiel? Erstens einmal haben die ersten Infamous Teile keinen HD-Port auf der PlayStation 4 erhalten. Und zweitens, der Ursprung, warum es überhaupt zu diesem Video kommt, ist, ja, ich habe bei einem Ebayer und wenn ich dich in der Beschreibung oder in den Kommentaren irgendwie erwähnen soll, lass es mich gerne wissen. Und zwar habe ich bei ihm ein sehr seltenes JRPG erworben. Skies of Arcadia heißt es. Gab es ursprünglich auf der Dreamcast und es gab auch einen Port für die GameCube. Und ich habe es nach dem zweiten Preisvorschlag, habe ich auch gesagt, hey, ich bin YouTuber und so weiter und gibt ein Video von mir geschenkt. Und genau das ist dieses Video. Und gleich vorab, ich habe noch nie Infamous gespielt. Das heißt, ich habe gar keinen Bezug dazu. Und er hat auch mal nach Rayman gefragt, aber das habe ich leider nicht. Und ich habe mal irgend so ein Bundle gekauft und da war Infamous Festival of Blood mit dabei. Das ist ein Standalone-DLC. Ja, und das war es soweit zur Vorgeschichte. Und dann starten wir das mal. Und nur damit ihr es wisst, fast alle PlayStation 3 Spiele laufen nur in 720p und 30 Frames. Und für euch skaliere ich es in 1044p hoch. Also ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Genau, das No Signal bedeutet nur, dass die Konsole von Full HD auf 720p runtergeschalten hat. Also ich habe echt gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ein Bier. Mach zwei. Auf mich. Ich kann mir mein Bier schon selber bezahlen. Vielen Dank. Gut, das freut mich. Dann zahl die nächste Runde. Du bist nicht von hier. Wie kommst du darauf? Naja, ich hätte dich wiedererkannt mit zwei so schönen Augen. Du warst wohl zu sehr in deine Kinderbücher vertieft. Das hier? Das ist kein Kinderbuch. Das ist meine Arbeit. Tja, ich bleibe dir die nächste Runde wohl schuldig. Hey, 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 ich mein's ernst. Da draußen geht was total Verrücktes ab. Du würdest dir vor Angst in die Hosen machen. Das Buch hier? Da steht drin, was zu tun ist. Okay. Weißt du, mein Freund Cole McGrath, der hat auch darüber gelacht. Der Cole McGrath? Genau der. Der Dämon von Empire City? So nennt man ihn. Du kennst Cole McGrath. Kennen? Er ist wie ein Bruder. Ein Bruder von einer anderen Mutter. Außerdem, mit diesem Kinderbuch, wie du es nennst, habe ich ihn nämlich gerettet. Vor ewiger Verdammnis. Wirklich? Mhm. Erzähl's mir. Ja. Du kennst die Pyronite? Nein, nicht wirklich. Oh Mann, ich wusste doch, du bist nicht von hier. Was für ein Klischee, vor allem das mit den Augen. Also falls hier Infamous-Fans unter euch sind... Bei der Pyronite in Numeray drehen die Leute total durch. Sie verkleiden sich, zünden riesige Feuer in den Straßen an. Nach der Cutscene spreche ich. Bis zum Sonnenaufgang um sie herum. Beim letzten Mal war ich mit meinem Kumpel da. Konnte aber nicht mal ein Bier bestellen. Denn schon konnten wir Leute um Hilfe rufen hören. Von unter der Kirche.
So, dieser Hänger ist übrigens gerade von der PlayStation bedingt. Also wenn ich die PlayStation 3 ganz normal geradeaus am Fernseher ohne Aufnahme anschließe, ist es auch so drin. Also, ich möchte jetzt keinen Infamous-Fan vom Kopf stoßen, aber gut. Ich war kein großer PlayStation 3-Spieler, gebe ich zu. Und ich habe halt mitbekommen, dass im ersten Jahr von der PlayStation 4 Infamous rauskam. Noch ein DLC dazu. Aber seitdem habe ich von Infamous gar nichts mehr gehört. Na gut, dann gehen wir mal zum Gameplay über. Sehen Sie mit dem rechten Stick nach oben. Und nach links. Manche Leute behaupten vielleicht, Cole sei ein schlechter Kerl. Aber das stimmt nicht. Damals, ich hab jetzt, als die Leute gelitten haben, war er sofort zur Stelle, um ihnen zu helfen. Ich habe jetzt nicht aufs Jahr geschaut, aber das Spiel wird auch bestimmt 10 Jahre auf dem Buckel haben, oder? Hui, okay, der Charakter ist ziemlich schnell. Also wie gesagt, ist ein absolutes Blindplay. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. R1, Ziel erfassen. Also ich muss erstmal ihn anvisieren. Heilimpuls. Wir haben gerade Dekorationen aus dem Keller der Kirche geholt, als die Decke einstürzte. Da unten sind noch mehr Leute gefangen. Hey, keine Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. Es war kalt in den Katakomben unter der Stadt. Ursprünglich wurden sie als Gräber verwendet, dann für die U-Bahn und den Schmuggel. Ja, sie wurden so ziemlich für alles verwendet. Doch viele, die da runtergegangen sind, kamen nie wieder zurück. Suchen Sie im Tunnel nach weiteren Überlebenden? Also ich habe mal kurz das Spiel gesehen ohne den Skalierer, also wirklich. Auch bei der Cutscene, du siehst jeden. Das ganze Gesicht ist von Treppenkanten umgeben. Also schaut euch da mal ein Referenzvideo an. Wenn ihr der Meinung seid, das hier. Das sieht schon recht kantig aus. Das ist noch die verbesserte Variante. Also man muss ganz nah an denen dran stehen. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie viel dieses Standalone-Add-on mit dem Hauptspiel zu tun hat. Halten Sie ein Einsatzgerät, um zu zielen. Genau. An das kann ich mich erinnern, dass der so Star Wars-mäßige Fähigkeiten hat. Okay. Geht meine Energie irgendwann weg oder? Ah, meine Energie geht weg. Ich kann also nicht unendlich da herumschleudern. Allein schon wie der Charakter läuft, vermittelt es mir, dass es ein schnelles Spiel ist. Oh. Doch, die Kisten kann ich zerstören. Ah, jetzt. Ich kann auch in den Nahkampfangriff übergehen. Aber meistens ist es ja so, dass die DLCs ein bisschen ausgeflippter sind, wie das Hauptspiel an sich. So, kann ich mich da auch durchschlagen? Es tut so weh. Auf jeden Fall ist irgendwie echt lustig. Na, schon okay. Passen Sie auf sich auf. Ist hier noch jemand? Was war das gerade, mein Schatten? Rette mich, Thornegrass! Ich brauche Hilfe!
Vampire hatten ihn. Sie hatten ihm in den Hals gebissen und ließen Blut reintropfen in eine verkohlte Leiche. Cole ist ein Conduit. Er ist übermenschlich. Und sein Blut? Naja, es hat gewirkt. Sie biss zu wie ein Pitbull, mit Spritzen statt Zähnen. Je mehr sie trank, desto schöner wurde sie. Die anderen Vampire sammelten sich um sie und sangen ihren Namen. Bloody Mary! Bloody Mary! Ja, Coles Blut hatte sie zurückgeholt. Dafür hatte sie ihm etwas geschenkt. Man hat also einen Cocktail nach mir benannt. Die Bloody Mary. Wie ich diesen Namen hasse. Und dann wird er mir auch noch zum Frühstück serviert. Seit wann schickt es sich, vor 5 Uhr nachmittags zu trinken? Was ist passiert? Tja, mein Lieber. Ich habe jetzt die Kontrolle über dich. Ab Sonnenaufgang gehört all deine Freizeit mir. Leck mich doch! Warte bloß nicht, mich anzugreifen. Das erlaube ich nicht. Hä? Gleiten Sie auf den Schienen. Nähern Sie sich Bloody Mary. Was ist das, Leute? Und Sprung. Ich will auf die Schienen runter. Jetzt soll ich wieder laufen. Junger Narr. Komm schon, ich habe Dracula gelesen. Ich weiß, wie es war. Hallo. So, also er hatte schon vorher Kräfte, jetzt haben wir noch zusätzlich Vampirkräfte. Okay, wir müssen die dann erst niederstrecken und dann noch pfählen. Ah, die Mary ist die Obervampirin hier. Sonnenaufgang bereuen. So machst du dir definitiv keine Freunde. Verschwinde aus meinem Kopf. Ist es. So, also wenn ich die Gegner treffe, da lässt sich da links so eine Energie auf und kann ich so einen super Schlag mit Dreieck machen. Genießt die letzte Nacht in Freiheit. Bei Sonnenaufgang gehörst du ganz mir. Vielleicht verkleide ich dich als Matrose, wie meine anderen Jungs. Oh, du wirst umwerfend aussehen. Halt's Maul. Junge, ja. Monster! Ah, der ist schon tot, oder? Nee, der lebt noch.
Er war am Verdursten und musste trinken. Nein. Hey, Mister, wissen Sie, wo mir die Schalter offen sind? Cole hatte sie leer gesagt. Er hatte keine Wahl. Es war Instinkt. Ihr Blut klebte an seinen Händen und floss durch seinen Körper. Du bist jetzt einer von uns. Akzeptiere dein neues Leben. Es ist wunderbar. Halten Sie Steuerkreuz nach oben gedrückt, um Schattenschwarm zu verwenden. Also ich muss draufbleiben, oder? Ja. Lenken Sie mit... Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also ich muss es gedrückt halten. Diese Kräfte zu nähren, brauchst du mehr Blut. Eimerweise warmes, köstliches Menschenblut. Trink sie leer. Das Blut von Liebenden ist besonders köstlich. Heute werde ich schwanger, ich sag's dir. Was? Heute werde ich schwanger, ich sag's dir. So, welches Chick ist mir denn sympathisch? Die hier? So, wo ist denn ein Pärchen? Also offensichtlich ist hier keins. Werden Sie ja nicht unverschämt. Sehr gut, stärke dich. Meine Kinder werden dich heute Nacht testen und ich will sehen, was du kannst. Ich hatte noch nie einen Sklaven mit deinen Fähigkeiten. Oh, du bist ein wahres Geschenk. Hey Mann, bist du okay? Ist dir in den Katakomben was passiert? Sieg, ich wurde von einem Vampir gebissen. Echt? Siehst du jetzt etwas? So, also zuerst sollten wir Menschen helfen, jetzt töten wir sie. Hey, ich mein's ernst, Sieg. Ich habe versucht, den Vampir zu vertreiben. Aber sie ist in meinem Kopf und kontrolliert mich. Okay. Bloody Mary sagt, dass ich... Ich war einfach weiter am Tanzen. ...ihr Sklave bin. Ah, ja. Okay, schon gut. Wir haben schon Verrückteres erlebt. Es kann kein Zufall sein, dass sie in der Pyronite aufgetaucht sind. Es muss eine Verbindung zu all den dämonischen Dekorationen und so geben. Ja, das kann gut sein. Vielleicht treffe ich ein paar Vampirfans und erfahre ein bisschen mehr. Eine Blutleiste? Was? Jetzt ist sie wieder voll. Aber es geht wieder runter. Derzeit. Was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Nein, bitte nicht jetzt. Also ich kann mich da sehr schnell bewegen. Bin dann so eine Art Fledermaus. Na gut. Das war das Let's Show Infamous Festival of Blood. Wenn ihr mehr Remaster Yourself Track sehen wollt, schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, welche Spiele euch interessieren. Also, jetzt sehen wir mal. Es am besten ein Spiel, was noch kein HD-Port Remaster hat. Aber es kann auch ein Spiel sein, wo zum Beispiel auch auf der PlayStation 4 erschienen ist, ihr aber mit dem Remaster nicht zufrieden seid, da kann man auch noch ein bisschen was machen. Das war's von meiner Seite her. Euer Retro Consolero. Bis zum nächsten Mal.